Guten Tag, der Herr. Wo darf ich denn sein? Ein Kaffee, bitte. Einen kleinen braunen oder einen großen braunen? Espresso, großer Espresso, doppelter Espresso, kleiner Cappuccino, großer Cappuccino oder Latte Macchiato? Einen Kaffee, bitte. Also einmal deutschen Brühkaffee, wie bei der Frau Mama. Ne? Ja. Arschloch. Papa. Anna. Was machst denn du da im Café? Mei, das, was ich eigentlich immer mache, wenn ich im Café bin, ich werde jetzt dann ein neuer Fußbodenreiling und einmal noch mal richtig durchtapezieren. Mein Gott, was werde ich machen, wenn ich im Café bin? Ich trinke einen Kaffee. Du bist verabredet. Ich? Aber nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das? Das? Die habe ich mir selber gekauft. Gelbe Rosen. Ah ja, stimmt, ich Depp, ich Blätter. Ich hätte mir eigentlich blaue Chrysanthemen kaufen sollen. Ist doch vollkommen wurscht, was für Blumen das ich mir kauf. Und Zartbitterpralinen magst du auch plötzlich? Wenn wir älter werden, dann darf es halt auch mal ein bisschen herber sein. Und der schönste Sack hast auch an. Ah ja, stimmt, sonst traf ich mir in der Ritterrüstung umeinander. Du, ich habe ja nicht das geringste Problem damit, wenn du dich mit einer Frau triffst. Schau, Mama hat auch kurz nach eurer Trennung ein Nein gehabt. Kurz vor der Trennung, wenn man es genau nimmt. So, der Herr, einmal Muckefuck. Und was darf ich Ihnen bringen, junge Dame? Ein Latte Macchiato, bitte. Na also, geht doch. Ui, Moment. Servus, Mike. Super, ich bin schon da. Dann sehen wir uns jetzt das erste Mal live. Ja, bis gleich. Du siehst dann jetzt dann gleich live? Ja. Aha. Hast du mich jetzt immer tot gesehen, oder was? Wir kennen uns schon ewig. Über Facebook. Ach, über Facebook. Sag's halt gleich. Über Facebook. Was ist denn das? Das ist ein soziales Netzwerk im Internet. Da ist jeder. Fast jeder. So. Einmal Latte für die Dame. Danke. Glaubst du, dass du jetzt gleich so einen Riesentrumpfotzen kriegst von mir? Was ist denn jetzt wieder? So redet keiner mit meiner Tochter. Beruhig dich. Der Kaffee heißt Latte. Was? Proletto. Der Kaffee heißt Latte. Ich kann doch einen Kaffee nicht Latte nennen. Hey, wir heißen bei euch die Sternsemen. Mösi. Jetzt zurück zum Thema. Das Facebook, das war auch was für dich. Da lernst du neue Leute kennen. Neue Leute kennenlernen? Ja. Ich mag ja nicht einmal die alten Leute, die ich kenne. Sei halt nicht so. Aber jetzt im Ernst, diese Netzwerke sind echt super. Du kannst mit deinen Freunden kommunizieren, du kannst es abspeichern. Abspeichern? Ja, abspeichern. Du tust meine Freunde, speichern die da drum ab. Also ich kann da oben keine 638 Gesichter und Namen abspeichern. 638? Du hast 638 Freunde? Ja, wieso? Wie viel hast du? Ich? Ja, das ist, jetzt pass ich mal auf, das ist der Robert und dann der Robert haben wir schon gehabt, glaube ich, gell? Ja. Dann, ja, schon ein Haufen, aber gut, die verliert mir manchmal ein bisschen aus die Augen, das ist doch auch normal. Bei Facebook verlierst du keinen aus die Augen. Du kannst also ein spezielles Programm aufs Handy laden und dann schau, unter Neuigkeiten steht sofort drin, was deine Freunde machen. Aha. Geh zum Scheißen, Mike. Der Mike. Der macht halt immer Gaudi. Macht der Gaudi, der Mike. Goldener Humor. Was ganz praktisch ist, auch, wenn du im Urlaub bist oder auf einer Party, kannst du die Fotos sofort deinen Freunden schicken. Ach, wenn du schon im Urlaub bist, oder? Ja. Oder auf einer Party. Oder wenn man gerade beim Scheißen hat. Da ist lang schon wieder. Was ist das? Ah, da ist ein Foto von ihm. Oh, da, der schaut viel gut aus. Ja. Muss ich echt sagen. Weißt du, wie der ausschaut? Nein. Der schaut genauso aus wie, das war so ein deutscher Schauspieler, so in die 50er Jahre. Wie heißt jetzt der? Keine Ahnung, Papa. Ja, und da ist Dings, da ist noch mal einer. Da ist, hey, der hat überhaupt nichts so. Nein.
kannst sowas auch gleich blockieren, wenn man nicht weiß, ob so ein Typ nicht irgendein kranker Vollidiot ist. Aha, ein kranker Vollidiot. Ich meine, das sind deine Freunde. Ja, man muss schon unterscheiden. Man kann eine Liste mit Freunden anlegen, die man mag, und eine mit Freunden, die man halt nicht so mag. Ah ja, aber Freunde, die man nicht so mag, das sind doch auch keine Freunde, oder? Aber du bist so altmodisch. Altmodisch? Was ist denn da drin altmodisch? Freunde? Das ist doch nicht bloß ein Wort, Freunde. Das sind Menschen, mit denen man was teilt, mit denen man seine Kindheit verbracht hat, mit denen man in der Schule war. Und Stay Friends, das ist ein spezielles Netzwerk nur für Schulfreunde. Kann man jetzt bitte von irgendwas reden, von dem ich nicht direkt einen Ausschlag kriege? Alles Paletti. Hallo, ich bin die Liliana. Die Liliana? Ach, sind Sie die Ex-Frau von Lothar Matthäus? Was? Nix. Um was geht's denn bitte? Sie warten nicht zufällig auf jemand? Auf keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall. Gar nicht. Warum? Warum? Ich bin hier mit einem Peter verabredet. Ja, diese. Der hat mir gelbe Rosen und so Zartbitterpralinen versprochen. die waren schon da, wie ich gekommen bin. Die sind schon da gelegen, die hat einer vergessen. Ich hab nur gesehen, wie der rausgegangen ist. Genau, ich hab mir gedacht, warum lasst ihr die da liegen? Der hat ein bisschen so Peterartig ausgeschaut. Ja, das müsste da eigentlich gewesen sein. Am besten nehmen Sie es einfach mit. Das, glaube ich, ist doch wirklich das Gescheite. Nehmen Sie es mit. Bitte schön. Wiederschauen. Ja? Nein. Ist weg. Ein Gentleman der alten Schule daher, ne? Ah, ja, schon wieder. Darf's noch was sein, die Herrschaften? Ja, schwinge. Wie Sie wünschen, Herr Knicke. Das war jetzt total gemein, Papa. Wieso? Der nervt doch schon die ganze Zeit. Ich meine das mit der Frau. Du warst mit der verabredet. Hast du gesehen, wie die ausgeschaut hat? Ach, bloß weil du nicht hundertprozentig gefallen hast, hast du das auflaufen lassen. Hundertprozentig gefallen? Nicht hundertprozentig gefallen? Jetzt pass einmal auf. Jetzt zeige ich dir mal was. Obacht! Die Löffel auf Empfang geschaltet. Jetzt hör einmal. Brunftige Wildgazelle sucht Jäger mit viel Humor und geladener Flinte für gemeinsame Abenteuer. Wildgazelle. Jetzt schau mal schnell in dem Internet nach unter Wildgazelle. Oder noch besser, frag einen von deinen 600.000 Freunden, wie eine Wildgazelle ausschaut. Das kommt davon, wenn du über deine Zeitungsanzeigen jemanden suchst. Zeitungsanzeigen waren vor der Steinzeit schon out. Du musst auf Facebook, da sind Fotos, da kannst du die Leute anschauen, bevor du das kennenlernst. Ja. Anna? Kennen wir uns? Ich bin's, der Mike. Schon fertig mit dem Scheißen. Wie meinen? Mike, kann es sein, dass du auf dein Profil ein bisschen jünger ausgeschaut hast? So um 45 Jahre jünger. Das? Ja, das ist ja nur ein Bild von Horst Buchholz. Ah, ich hab's gewusst. Schauspieler aus meiner Jugend, Horst Buchholz, ich habe es gewusst. Guten Tag. Möchte der Herr vielleicht etwas bestellen? Ja. Bringen Sie einmal Latte, aber in der Schnabeltasse. Und wer sind Sie? Ich bin Ihr Vater. Aber keine Angst, ich bin schon weg, ich muss eh wieder los. Und ja, ihr habt euch ja sowieso bestimmt einen Haufen zu erzählen. Ja. Gell? Verstehst? Einen Haufen zu erzählen. Anna, ich freue mich. Ja, aber warte, komm mit. Ja.
Drecks Internet. Hi, was ist denn das hier? Wer wirft denn sowas weg? Was haben Sie hier? Brunftige Wildgazelle sucht Jäger mit viel Humor und einer geladenen Flinte für... Sie warten nicht zufällig auf jemand? Oh je. Ja, klar, setz dich, meine kleine Wildgazelle. So, die Latte. Ja, die kann ich jetzt dringend brauchen.